Wir setzen auf qualitativ hochwertige Produkte, auf eine gerade Linie in der Küche. Ich denke, das ist vor allem die Wohnzimmeratmosphäre, die wir bieten können, dass wir inhabergeführt sind und dass wir auf eine schöne klassische italienische Küche ohne Shishi setzen. Ich würde es beschreiben als familiär, als klein und schnucklig, als qualitativ hochwertig, ja, als guten Nachbarschaftsitaliener. Besonders hervorheben möchte ich vielleicht unser kleines Menü, was wir täglich anbieten. Dort hat der Gast die Möglichkeit, eine Vorspeise zu genießen, einen kleinen Pastagang zwischen Fisch und Fleisch zu wählen und anschließend das Ganze mit dem Dessert zum Ende zu bringen. Unsere Philosophie ist eigentlich ganz klar. Wir setzen auf qualitativ hochwertige Produkte, auf eine gerade Linie in der Küche. Das heißt, wir wollen die Gerichte nicht besonders verändern. Wir möchten gute klassische Gerichte präsentieren, die vor allem so schmecken sollen wie bei der Mama. Ja, das ist sehr schön. Wir haben Glück gehabt und auf der Plattform von TripAdvisor dieses Jahr 2015 den Traveler Choice Award gewonnen, beziehungsweise den zweiten Platz gewonnen in Deutschland, was für uns eine große Ehre ist, weil dort geht es um Gourmet-Restaurants deutschlandweit. Und da haben die Nutzer von TripAdvisor uns auf Platz 2 gewählt, was uns natürlich sehr, sehr freut. Das war wieder eine Folge von Monaco Deluxe. Schön, dass ihr eingeschaltet habt. Hier habe ich euch das Video vom letzten Mal verlinkt und vergesst nicht, mitten auf den Button zu klicken, um uns zu abonnieren, um keine weitere Folge zu verpassen. Und folgt uns auf Facebook, Twitter und Instagram. Wir natürlich auch die Qualität unserer Produkte, aber ich finde eigentlich diese traditionelle Kochen mit in Verbindung mit das Moderne. Das